Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder bei einem Video von mir dabei seid. Es geht heute um die doch noch relativ neue Zu-Eva-Palette. Ich habe mir die Zu-Eva-Palette namens Café ausgesucht. Ich habe sie gesehen und fand sie auf Anhieb super und dachte mir, diese Palette muss ich haben. Bei dieser Palette ist es eindeutig so gewesen, dass mich mit Sicherheit die grüne Farbe in der Mitte angesprungen ist, in Kombination mit diesen doch rosanen Tönen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht sagen könnte, dass mich diese Palette jetzt unbedingt so sehr an Kaffee erinnert. Das ist es eigentlich gar nicht. Nichtsdestotrotz finde ich das eine wunderbar gelungene Palette von Zu-Eva und ich möchte diese Palette euch heute etwas näher vorstellen. Und ich würde sagen, ich starte nun gleich mal mit den Swatches. Starten möchte ich bei den Swatches mit der ersten Farbe. Sie nennt sich Microfoam und ist ein neutraler Beige-Ton. Wie ihr am Swatch erkennen könnt, ist es so, dass dieser Beige-Ton dann wohl eher dafür gedacht ist, dass man auf dem Auge mal eine Grundierung schafft. Man sieht ihn nicht besonders gut und genau deswegen denke ich, dass er einfach auch das Verblenden der anderen Farben erleichtern soll. Die zweite Farbe gefällt mir wahnsinnig gut, nennt sich Distinct Experience und ist eine Satin-schimmernde Farbe bzw. eine Perlmuttfarbe. Meines Erachtens nach ein super schönes Rosa, das sich vor allem am Zentrum des Auges, aber eventuell auch in den Augeninnenwinkeln als Highlight sehr, sehr gut eignet. Die Farbe Nummer 3 ist sicherlich der Hingucker der Zu-Eva Café Palette und nennt sich No Added Spice. No Added Spice ist ebenso eine schimmernde Farbe, ist sicherlich die schrillste Farbe in der Palette und kommt am meisten hervor, weil sie sich farblich auch am stärksten von den anderen Farben abhebt. Es ist meiner Meinung nach ein Apfelgrün, das sich durch das Metallische dann doch eher für den Herbst-Winter eignet und ich finde, dass diese Farbe wirklich ein gelungener Hingucker in dieser Palette ist. Die nächste Farbe nennt sich Tasting Note und ist meines Erachtens ein originaler Mauve-Ton. Bei dieser Farbe handelt es sich wiederum um eine matte Farbe. Deswegen finde ich, ist sie sehr, sehr gut geeignet, um sie in die Crease verstärkt zu geben, beziehungsweise auf den Augenaußenwinkel. Ich finde, dass das eine sehr, sehr schöne Farbe ist, um dem Auge etwas Tiefe zu verleihen. Und gerade in Kombination mit der Farbnummer 2 bzw. mit den unteren auch violettlich angehauchten Tönen stelle ich mir die Farbe Tasting Note wirklich sehr, sehr schön vor. Die nächste Farbe sticht vor allem mit dem Namen hervor und ich als Steirerin musste gleich mal schmunzeln, denn sie nennt sich Herrengasse und Herrengasse ist bei uns in Graz eigentlich die Innenstadtstraße vergleichbar mit der Maria-Hilfer-Straße in Wien und eigentlich die typische Fußgänger- und Bummelstraße. Wie auch immer, auch dieser Ton finde ich unterscheidet sich sehr von den anderen Tönen in dieser Reihe, denn es ist der erste Ton, der in eine bräunliche Richtung geht. Dieses Braun finde ich persönlich eher mit einem Touch
grau darinnen als wie in die warme Richtung. Es ist ein eher kühleres Braun, das ich mir auch wiederum sehr, sehr gut in der Crease oder im Augenaußenwinkel vorstellen kann. Und dieses Braun ist auch eine Farbe, die dem Auge bestimmt mehr Tiefe verleiht. Gerade diese beiden Farben kombiniert kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen auf den Augen. Und diese Kombination werde ich ganz bestimmt demnächst einmal ausprobieren. Ich möchte gleich in der zweiten Reihe unten weitermachen. Die erste Farbe nennt sich Nuanced History und ist wiederum eine leicht altrosa angehauchte Farbe. Bei dieser Farbe handelt es sich wiederum um einen matten Ton in der Palette. Es ist meiner Meinung nach ein sehr schöner altrosaner Ton, den man ganz, ganz wunderbar als Beginn auf der Crease bzw. auf den Augenaußenwinkeln verteilen kann, um einmal eine Grundfarbe da zu haben, um diese weiter und tiefer zu verblenden. Diese Farbe ergänzt sehr, sehr schön die anderen Farben in der Palette und man kann sie ganz wunderbar mit allen anderen Farben in der Palette kombinieren. Und die nächste Farbe nennt sich Micro Roasting und befindet sich wiederum vom Farbschema her in dem rosa Mauve tonlastigen Teil. Die Farbe ist im Gegensatz zu der anderen Farbe wiederum eine metallisch schimmernde Farbe. Hier würde ich sagen, dass vom Ton her die Farbe eher in eine wärmere Richtung geht, eher dieses rotlastige als lilalastige darin enthalten hat und ebenso sehr, sehr gut als Highlight auf den Augen aufzutragen ist. Die nächste Farbe ist für mich eine Farbe, die mich am allermeisten an Kaffee erinnert. Sie nennt sich Cup of Joy und sieht für mich so in der Palette original wie ein Schokocino aus bzw. wie eine dunkle Schokolade. Es ist wiederum eine matte Farbe und hier finde ich, dass die Farbe original geswatcht ausschaut wie Kakao. Das ist ein ganz ein schönes Kakaobraun, das ich mir sehr, sehr gut auch auf dem gesamten Lid vorstellen kann. Die Farbe ist sehr, sehr kräftig. Die Farbe gibt sehr viel Farbe ab. Ich denke, dass sie mit Vorsicht zu genießen ist. Und es ist eine sehr schöne dunkle Farbe, die der Palette auf jeden Fall gut tut. Die nächste Farbe nennt sich Talk, Write und Read und geht im Gegensatz zu den anderen Farben sehr ins Lila-Violettliche. Es handelt sich bei der Farbe wiederum um eine metallisch glänzende Farbe, sie ist also schimmernd. Die Farbe ist sehr violettlastig, ist vom Swatch her leider nicht so stark pigmentiert wie die anderen schimmernden Farben. Nichtsdestotrotz finde ich die Farbe ganz, ganz toll und kann mir diese sehr, sehr gut am unteren Wimpernkranz im Gegenzug zu den anderen Farben vorstellen. Und die letzte Farbe in der Palette. Es ist eine Farbe, die wiederum so gar nicht zum Schema der anderen passt. Sie nennt sich Shine Bright. Und schon der Name der Farbe verrät, dass es sich dabei wiederum um eine schimmernde Farbe handelt. Die Farbe selbst ist eine olivgrüne Farbe, die durch die goldenen Schimmerpigmente etwas mehr in diese grünliche Richtung geht. Ich muss sagen, diese Farbe ist mir persönlich am unsympathischsten und ich weiß noch nicht genau, in welcher Kombination ich diese Farbe einsetzen würde.
Im Großen und Ganzen, was ist zu der Palette zu sagen? Ich finde, sie kombiniert sehr, sehr schön matte und auch schimmernde Farben. Das Schimmernde ist etwas mehr vorhanden als das Matte, finde ich aber eigentlich eh ganz toll, weil man dadurch auch ganz, ganz schöne Make-up-Kombinationen schminken kann. Ich persönlich sehe mich eher in diesem Mauve-lastigen Teil, vor allem da es natürlich für den Alltag sehr, sehr schön zu tragen und ebenso auch zu verwenden ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich fürs Fortgehen oder eventuell im Frühling in der Freizeit diesen Grünton sehr, sehr gerne mit den Mauve-Tönen kombinieren werde. Muss mir aber natürlich das noch genauer anschauen, muss mit der Palette noch viel mehr rumspielen. Aber eines sei gewiss, ihr werdet ganz bestimmt das eine oder andere Make-up-Tutorial mit dieser Palette von mir noch sehen. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass ich der Meinung bin, dass zu Eva mit dieser Café-Palette wirklich ganz tolle Arbeit geleistet hat. Es ist mal nicht so Mainstream und tanzt ein klein wenig aus der Reihe. Ich finde die Farben ganz, ganz toll. Mir persönlich schmeicheln auch diese violettlichen und Mauve-Töne sehr, da meine Augenfarbe graugrün ist und das natürlich mit meiner Augenfarbe sich optimal kombinieren lässt. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um ein Video von mir anzusehen. Ich freue mich noch umso mehr darüber, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Am allermeisten freue ich mich, wenn du aber den Abonnieren-Button klickst, vorausgesetzt du bist noch nicht Abonnent meines Kanals und ich danke dir vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche dir für heute noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei mir auf meinem Kanal. Tschüss!